Hallo und herzlich willkommen hier im Hanapi-Stadion. Und die äußeren Bedingungen hier sind so, wie die beiden Mannschaften in diesem Spitzenspiel der österreichischen Liga versprochen haben, dieses Spiel anzulegen. Nämlich überaus stürmisch. Es ist vielleicht eine Vorentscheidung, die heute hier schon fällt, in diesem Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten, zwischen Rapid und Sturm. Und bei mir der Rapid-Trainer Ernst Dokobil. Sie haben gemeint, wenn Rapid dieses Spiel gewinnt, dann könnte das fast schon der Meistertitel sein. Bleiben Sie bei dieser Meinung? Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe gesagt, wenn wir 11 Punkte Vorsprung haben, dann sind wir nur sehr schwer noch einzuholen. Das ist ein bisschen etwas anderes. Es ist noch keine Vorentscheidung. Es kann noch sehr viel passieren im Laufe der Saison. Aber der Vorsprung ist dann schon groß. Sie spielen heute nicht mit zwei wirklichen Spitzen. Carsten Janka bleibt auf der Bank. Mandreko kommt in die Mannschaft. Warum? Mandreko hat beim Training eine Überform gehabt und das muss ich versuchen auszunutzen. Marasek kehrt auch in die Mannschaft zurück. Ist das Lohn für seine Leistung in Belfast? Ja, also Stefan ist sicher ein Stammspieler von uns und er war jetzt einige Zeit außer Form, hat in Belfast relativ gut gespielt und deshalb spielt er heute wieder. Danke vielmals, Ernst Dokobil. Und jetzt kommt auch sein großer Widersacher, nämlich Ivica Osim. Herr Osim, Sie haben gemeint, dieses Spiel live im Fernsehen könnte gefährlich sein für Ihre junge Mannschaft, weil die Spieler mehr zeigen wollen, als sie eigentlich drauf haben. Für mich, das ist ganz normal. Und das ist, sie haben nicht so oft eine Gelegenheit, so eine Gelegenheit im Fernsehen zu spielen. Und das ist nicht für unsere jungen Spieler, das ist für alle jüngere Spieler, für ältere auch. Weil Sturm wie Sturm, wir spielen nicht so oft im Fernsehen wie Rapid zum Beispiel. Das kann ein Nachteil sein, aber ich hoffe, dass heute ist so ein Spiel, wo die Spieler ganz normal wollen spielen, ein normales Spiel. Und das habe ich schon 100-mal gesagt. Dass sehen Sie, dass dieses Spiel eine Entscheidung bringen könnte schon in der Meisterschaft? Wissen Sie, das ist schwer zu sagen. Wenn Rapid gewinnt, sie haben praktisch ein enormes Vorteil. Aber muss man immer warten bis zum Ende. Wissen Sie, im Frühling kann alles passieren. Und meine Meinung ist, dass die Mannschaften wie Salzburg, wie Austria Wien, wie Tirol oder LASK und GAG, sie können immer gefährlich sein. Das wird gefährlich, immer für Rapid. Ein großes Handicap, das Tschernyschow fehlt? Bei Handicap ist sowieso. Sie wissen, dass wir spielen ohne Gorjup, ohne Tschernyschow und von gestern Abend ohne Haas. Aber im Fußball, das ist so, muss man mit solchen Sachen rechnen. Danke vielmals, Ivica Osim. Im Vorjahr hat Rapid 4 Spiele gegen Sturm Graz verloren. Heuer allerdings hat das erste Spiel in Graz mit einem Erfolg für Rapid geendet. Schauen wir uns die entscheidenden Szenen dieses Spiels jetzt an. Und zwar gibt es hier einen Elfmeter für Sturm. Es war Handspiel von Barisic. Und der Schuss von Prelasnik wird von Michael Konzel pariert. Kurz vor dem Schlusspfiff dann dieses Foul von Schopp an Marasek und Kübauer verwandelt zum 1:0-Sieg für Rapid. 1:0 gewinnt also Rapid in Graz. Ein wichtiger Sieg gegen den zweiten und Didi Kübauer freut sich hier ganz besonders. Man sieht das hier. Hier noch einmal dieser entscheidende Elfmeter verwandelt von Dietmar Kübauer. Freude bei Rapid war groß. Das sind die Jubelszenen von Rapid in der Gruppe. So, und bei mir ist jetzt der neue Rapid-Präsident Günther Kaltenbrunner. Ihr erstes Spiel als Rapid-Präsident. Sehen Sie das mit etwas anderen Gefühlen als die Spiele bisher? Ja, eigentlich nicht. Ich war ja schon seit Sommer dabei im Präsidium und im Grunde ist es genauso wie früher. Es ist kein Unterschied. Sie waren ja auch ein internationaler, selbst ein großer Fußballer. Jetzt Präsident, könnte man sagen, Sie sind so etwas wie der Beckenbauer von Hütteldorf? Mit Beckenbauer möchte ich mich nicht vergleichen, aber es ist eine ehrenvolle Aufgabe und das weiß ich schon. Was sind denn jetzt die großen Ziele für Sie als Präsident bei Rapid?
Ja, schauen Sie, wir wollen diese Entwicklung, die sich bis jetzt gezeigt hat, die das Präsidium vorgegeben hat, schon bis jetzt, wollen wir weiterführen, diese positive Entwicklung. Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir in die Champions League kämen. Das ist schon unser großes Ziel, aber wir müssen bescheiden bleiben, am Boden bleiben. Und das heutige Spiel ist sicher eine kleine Vorentscheidung. Danke vielmals, Günther Kaltenbrunner. Wir erwarten uns hier ein spannendes und interessantes Spiel zwischen Rapid und Sturm Graz. Und damit jetzt zu unserem Kommentator, zu Peter Elsner. Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie jetzt auch recht herzlich hier aus dem windumwehten Hanapi-Stadion der Blindwest vom Westen hier herein. Und man wird gespannt sein, welche Mannschaft sich hier also dafür entscheidet, zuerst mit oder gegen den Wind zu spielen. Könnte eventuell eine Rolle spielen. Der Anhängersektor bei den Rapid-Fans voll gefüllt. Wir sehen ja hier ein Spiel der 18. Runde, das ist also faktisch die letzte Runde und die vorletzte Runde wird ja am Dienstag nachgetragen, die 17. Runde, soweit zur Position, was die Herbstmeisterschaft betrifft. Ganz interessant, Rapid führt ja jetzt, vorher wurde es ja schon von Trainern und von Hans Huber angesprochen, mit 8 Punkten, bei einem Sieg wären es 11 Punkte Vorsprung dann auf Sturm. Was die ganze Sache natürlich noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass Sturm in 49 Jahren von 1942 bis 91 nie in Wien gewinnen konnte. Und dann aber hat sich die Geschichte umgedreht. Ab 91 4 Siege für Sturm, einmal unentschieden, dreimal verloren. Und im Vorjahr, da ist Sturm überhaupt ein Husarenstück gelungen. Hier haben wir die Sturmanhänger. Im Vorjahr konnte Rapid kein einziges von 4 Spielen gegen die Mannschaft von Ibiza Osim gewinnen. Es gibt viele Parallelen. Rapid und Sturm sind die Mannschaften, die der Bundesligameisterschaft im heurigen Jahr ihren Stempel aufgedrückt haben, nachdem Casino Salzburg, Austria Wien und auch der FC Tirol Innsbruck nicht so stark spielen. Und nicht umsonst stehen also diese beiden Mannschaften hier in einem vorentscheidenden Spiel einander gegenüber. Rapid wird es also schwer haben, sich hier zu behaupten, denn das junge, kampfstarke Ensemble von Ibiza Osim versteht es direkt aus der eigenen Hälfte herauszuspielen. Noch kaum einen Rückpass, alles ist nach vorne, nach Offensivfußball ausgerichtet. Rapid spielt ähnlich und muss hier das Risiko unter Anführungszeichen des Heimvereines eingehen, also angreifen. Hier die Aufstellung von Rapid. Konsul im Tor, Ivanov doch als Libero, hatte Beschwerden mit den Adduktoren und auch am Rist, aber Dr. Lugscheider und Masseur haben ihn hinbekommen. Die Manndecker sind Schöttl und Hatz und im Mittelfeld Kuki, Jovanovic, Marasek, Kübauer und Stöger, wobei Kuki rechts spielen wird und Marasek links. Hans Huber hat das schon mit Ernst Dokkopil angedeutet. Kübauer also mit der 10, Stöger mit der Nummer 6 und vorne also neben der vordersten Sturmspitze Christian Stumpf, Sergej Mandreko mit der Nummer 18. Schauen wir uns die Aufstellungen der anderen Seite an. Gorjub nach wie vor im Spital, wenn er jetzt zuschaut. Baldige Besserung an den Sturmgoalie. An seiner Stelle jetzt Arzberger im Tor. Libero statt Czernischow, Neukirchner mit der Nummer 13. Die Manndecker Milanic und Posch. Posch voraussichtlich auf der Seite, wo Mandreko kommen wird. Und im Mittelfeld ein dichtes Fünfer-Mittelfeld mit 18 Schopp, 10 Hörmann, der Ex-Austrianer, Ex-Grazer, wahrscheinlich in einer etwas defensiveren Rolle. Dann die Laufmaschine Grassler mit Nummer 12. Mehlig, der ähnlich wie Kübauer das Spiel aus der Defensive, aus dem Hinterhalt aufbauen soll mit 17 und 8 Brilasnik auf der linken Seite. Die Sturmspitzen nach dem Fieberausfall von Haas mit 9 Vastic, er spielt schon als Österreicher und 15 der Kapitän der Mannschaft, Torschütze auch in Belfast, Wettel. Und diese beiden werden also die Spitzen hier gegen Rapid sein. Schiedsrichter der Begegnung ist Manfred Schüttengruber, 35 Jahre alt aus Linz. Er hat das letzte Spiel schon gepfiffen, das Sturm daheim in der Schlussphase 0:1 verloren hat. Ein Mann, der seit 1977 Schiedsrichter ist, seit 91 in der ersten Division pfeift und seit 93 auch FIFA-Schiedsrichter ist. Ganz interessant, er betreibt mit seiner Frau gemeinsam ein Geschäft für Spezialkissen, Stillkissen, warme Sachen weiter für heute. Und da springt schon Teamspieler
Markus Schopp, dahinter sein Präsident Hannes Katnick, der ja bei jedem Spiel dabei ist. Ein richtiger Fußballfan geworden nach seinen Eishockey-Ambitionen in Graz. Und hier das erlaubte Feuer der Rapid-Fans. Der Sektor ist abgesperrt, das alles unter Sicherheitsmaßnahmen. Also keine wilde Aktion hier, zu der jetzt auch Arnold Wettel hier hinüberschaut. Soll Stimmung machen. Das ist auch eine Anleihe, die man vom Publikum in Lehn, vom Salzburger Publikum genommen hat. Das Salzburger Publikum war ja eines der positivsten. Es hat kaum Ausschreitungen gegeben. Man hat auch solche Feier immer unter Kontrolle gehabt. Hier vorne haben wir Sean Hatz. Die Boyschanis sind auch dabei. Heinz Arzberger hinter seinem Kapitän Arnold Wettel. Und jetzt wird es gleich losgehen. Alles in allem, die Grazer wollen die Meisterschaft wieder spannend machen, wollen den Vorsprung, den Punktevorsprung von 8 Punkten reduzieren. Gelingt ihnen das, dann haben die Fans wieder was, auch wenn sie bei uns Fußball schauen, dann wird es wieder spannend. Aber Rapid möchte natürlich einen sicheren Polster Richtung Champions League und das würde bedeuten, alles auf Sieg. Vielleicht eine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Aber Sie wissen eh, wenn Sie daheim mitrechnen, 3 Punkte, die machen schon was aus und das Bild kann sich im Verlauf von 3 Führungen auch wieder total ändern. In wenigen Augenblicken wird also Schiedsrichter Schüttengruber dieses Spiel anpfeifen. Rapid in den traditionsreichen grün-weißen Dressen quergestreift und Sturm Graz in grün-schwarz sehr schön und deutlich zu unterscheiden. Die Kapitäne Wettel und Michael Konsel waren noch gemeinsam in Belfast mit dabei. Beide Trainer hoffen natürlich, dass die Teamkandidaten nicht ein bisschen zu viel geschockt durch das 3:5 gegen Nordirland sind. Aber man hat doch ein, zwei Tage Zeit gehabt zu regenerieren. Auch wenn die Spieler, die Teamspieler erst um 5:30 nach Hause gekommen sind, die Wiener, die Spieler aus den Bundesländern sicher spielen. Da haben wir schon den 54-jährigen Ivica Osim, Spieler bei Zeleznica. Dann Trainer bei Zeleznica, von 86 bis 92 Nationaltrainer. Auf der Gegenüberliegende der 49-jährige Ernst Dokupil. Beide ruhige, eher introvertierte Typen, aber gute Taktiker. Und wie es genau aussieht, das werden wir jetzt gleich sehen. Hatz, der Mandecker. Mantreco. Marasek. Mantreco. Gefolgt von Hörmann. Und abgeblockt hier durch die Nummer 13, das ist Günther Neunkirchner, der statt Tschernischow Libero spielt, ein ehemaliger Unter-21-Teamspieler. Erste Ecke für Rapid, Peter Stöger. Und Heinz Arzberger, erste Prüfung für den Ersatzmann von Gorio. Ivanov war noch dabei. Kuki. Rapid in der ersten Hälfte, also auf das Tor, hinter dem die Fans sind. Das Tor von Arzberger und gegen den Wind. Sturm mit dem Wind. Da könnten es die Rapidler dann in der zweiten Hälfte ein bisschen leichter haben, wenn sie dann mit dem Wind spielen. Foul jetzt von Hatz an Grassler. Grassler mit Skihandschuhen oder Tormannhandschuhen, kann das von hier nicht genau ausnehmen. Und zum Ball nun Mario Posch, Legionär in Deutschland gewesen. Den Ball mit dem linken Fuß, also mit dem Wind Richtung Konsel befördern. Bei solchen Aktionen geht natürlich Haas ab. Große Sturmspitze bei den Grazern. Und Sie sehen, wie der Wind hier den Ball weitergetrieben hat. Er wollte ihn sicher vor Konsel heben. Aber zu kurz, dieser Freistoß vom Posch. Hier noch einmal, den Ball auch nicht genau getroffen. Keine Gefahr. Im Laufe der Meisterschaft einen Rekord aufgestellt. Das ist die einzige Mannschaft, die noch kein Heimspiel verloren hat. Also die
Grazer wären die Ersten, die diesen Rekord brechen, wenn sie heute gewinnen. Stumpf gegen Posch. Sie sehen, wenn der Ball hochfliegt, bleibt er förmlich in der Luft stehen. Gut gemacht von Melich. Ivanov, elegant. Aber manchmal spielt er sich auf diese Art, dass man also draußen, wenn man Trainer ist, sicher Herzklopfen bekommt. Gehalten aneinander hier die Teamspieler Schopp und Marasek. Ein Duell, das man heute öfter sehen wird. Jetzt Jovanovic beim Abstoß des Freistoßes. Ball bleibt wieder in der Luft stehen. Ball von Mandreko an Krasler. Stöger kommt hier gut vorbei, Gucki. Noch immer Gucki. Vorbei an Milanic und Eckball. Zweiter Eckball für Rapid. War ein gut angetragener Konter, aber am 16er gerettet von den Grazern. Und wieder Arzberger im Mittel. Wieder Stöger. Wettel. Schoppen mal auf der linken Seite, wieder Wettel. Sehr gut gemacht von Jovanovic. Es war nicht leicht, im Fallen noch den Ball weitergespielt. Kübauer. Ich bin neugierig, ob er ähnlich gehemmt ist wie im Belfast. Stöger, gut angespielt von Marasek. Da kommt Grassler. Das war ein bisschen zu durchsichtig, aber noch einmal Marasek. Dritter Eckball. In den ersten 5 Minuten gleich 3 Eckbälle für Rapid, den Rekordmeister. Mal waren die Grün-Weißen schon Meistersturm, noch nie, auch noch nie Cupsieger. Deshalb natürlich die großen Ambitionen, dieses Ziel einmal zu erreichen. Bastic. Aus vollem Lauf gespielt auf Wettel. Aber ein Foul eines Grazers dabei, in diesem Fall von Wettel. Da war auch schon Schopp wieder mit. Von rechts nach links gewechselt, jetzt aber Stöger. Jovanovic. Mandreko. Bin neugierig, ob er seine Trainingsform auch ins Spiel hinüberbringen kann. Peter Schöttl, vielleicht hat er gefehlt in Belfast als Manndecker, zuletzt gut in Form. Busch. Autenwurf einmal von Michi Komsler. Immer wieder bei Mandreko. Ah, und wieder wäre er stumpf da gewesen, wenn der Ball ein bisschen genauer gekommen wäre. Der steht immer richtig, der Führende in der Torschützenliste. Da haben wir ihn schon, Christian Stumpf. Mit 9 Treffern liegt er voran. Wird hier von Darko Milanic gedeckt. Ja, da wollte der Christian Stumpf auflegen, ist misslungen.
Noch immer Rapid, Schöttl für Mandreco. Fast ein Eigentor. Der Bosch hat hier abgewehrt. Es war auch Offside, wird hier angedeutet im Abstoß. Gute Aktion, wieder ausgegangen von Sergei Mandreco. Das passt den Rapidlern natürlich nicht, wieder hinter dem Tor von Heinz Atzberger für Atmosphäre sorgt. Ui, da nutzt der ganze Wind nichts, der mitspielt, wenn man den Ball nicht richtig trifft. Hörmann. Bastic. Der Neo-Österreicher. Ball von Mandreco, klare Sache. Badonis war der Gucki. Sehe ich jetzt hier in der Wiederholung. Freistoß. Bastic am Ball. Er wird den Ball auch an den 5 oder den 11 Meter Punkt drehen. Ein bisschen ein gestrecktes Bein von Jovanovic dabei. Vorteil. Job. Mehlig. Und Peter Stöger hat hier aufgepasst. Wenn sie wieder Wind hier durch das Stadion fegt, das Zeitungspapier wird an Konsul vorbei befördert. Ball bleibt richtig in der Luft stehen. Jetzt hätte der Harz den Spieler ein bisschen beruhigen können, hat Platz gehabt. Foul von Milanic. Ui, Fehler von Jovanovic. Bastic schießt gleich an die Latte. Ein Bombenschuss von Ivica Bastic über Konsul hinweg, der etwas zu weit heraus war. Aber das Spiel geht weiter, wenn die Lupe später einspielt. Schopp. Kommt gegen Konsul zu spät. Glück jetzt für Rapid in der 11. Minute. Ein Bombenschuss mit dem linken Bein. Glück für Rapid. Wieder Bastic. Einige Verwirrung jetzt in der Rapid-Abwehr. Und wieder Bastic. Michael Konsul schimpft schon mit seinen Vorderleuten. Bastic und Vettel machen sich jetzt durch viel Laufarbeit auch viel Platz und kommen so zu guten Kontermöglichkeiten. Da muss man sich eine anheizen, denkt sich der Toko Bilians. Krasler. Schuss von Melich nach der Faustabwehr von Konsul. Die letzten 3 Minuten gehören eindeutig Sturm Graz. Der Ex-Sportclub und Ex-Innsbruck-Spieler hier daneben. Hier die Faustabwehr von Konsul. Jetzt faustet er schon in die Höhe, nicht so wie beim Länderspiel auf dem Boden zu einem Gegenspieler. Da hat er zweimal schlecht den Ball wegbefördert. Mag es momentan nicht, das Spiel im Mittelfeld aufzuziehen. Die Grazer Laufstärke. Ein gefährlicher Schuss von Schopp mit dem Wind. Der Ball hat ununterbrochen die Richtung geändert. War mit viele Fehlgeschossen. Hier noch einmal. Schauen wir uns das an. Also der Michael Konsul schon warm geschossen. Es wird schwer werden für die Rapidler. Seit 7 Runden sind die Grazer ungeschlagen.
Rapid hat auch viele Teamspieler gestellt mit Kübauer, Stöger, Marasek, Stumpf, Konsel. Dann wird schauen, wie die oder ob die angeknackst sind. Aber beide Trainer haben ja noch einige Möglichkeiten, auch taktische Wechsel oder erforderliche Wechsel durchzuführen. Bei Rapid auf der Bank Barisic, Janka und Herav. Gute Austauschbank. Bei den Grazern Gruber, Rheinmeier und Hörtnagel, also alles erfahrene Spieler. Kübauer. Grazer immer einen Mann näher um den Ball, jetzt waren sogar drei gegen einen, gegen Mandreco, aber Foul. Hier haben wir die Szene noch einmal. Zwischen Kübauer, Hatz, Stöger, Jovanovic. Hat sich hier gelöst. Kübauer. Es dauert ein bisschen zu lang. Die Abwehr der Grazer steht im Freistand. Foul von Wechtl an Kübauer. Ja, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schittenkopf. Jetzt haben die Rapidler aufgepasst, jetzt konnten sich die Grazer nicht so schnell lösen. Stöger. Melich. Schock geht rechts mit. Marasek passt auf. Was macht der Marasek da? Der hätte den Ball locker hinauslassen können. Ball bleibt bei den Grazern. Grassler, Ball von Stöger. Osim hier draußen. Interessant, wieder mit dem linken Fuß den Ball zur Mitte gebracht. Faul, aber auch Stumpf hat sich da ein bisschen niederfallen lassen. Ja, Didi Kübauer kommt bis jetzt nicht ins Spiel. Viertelstunde schon gespielt. Wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben, 0:0 zwischen Rapid und Sturm. Ein Lattenschuss von Vastic. Besseren Möglichkeiten bis jetzt für die Grazer. Rapid müsste eigentlich versuchen, den Ball flach zum Sturmtor zu führen. Die hohen Bälle bringen überhaupt nichts, weil der Ball in der Luft stehen bleibt und schwer zu berechnen ist. Job setzt sich gegen Marasek und Stöger durch, auch gegen Ivanov. Und wieder ein Ball, der Michael Konsel ihre Schwierigkeiten bereitet hat. Der muss wieder die Richtung gewechselt haben im Flug. Normalerweise fängt er so einen Ball. Der Ball wird hin und her getrieben durch den Wind. Wieder Eckball für die Grazer, jetzt Melich. Grassler. Und Job kann den Ball nicht erreichen. Man hat ganz deutlich gesehen, der Ball hat sich aus der Luft Richtung Job gesenkt und hat dann plötzlich eine Jähkurve gemacht. Bedingt durch den starken Wind. Hier sieht man.
Ja, Glück jetzt für Rapid in einigen Phasen. Die Mannschaft findet momentan nicht zu einer spielerischen Linie. Zeigen es ganz deutlich, die Grazer attackieren sehr früh, da löst sich aber Kübauer, nein, Mandreco, pardon. Ecke. Sergei Mandreco, er soll noch vor Jahreswechsel Österreicher werden. Alle Eckbälle bis jetzt von Stöger zur Mitte gebracht. Berger, den er jetzt ausbessert. Ja, da sollte immer einer bei dem Grazer Torhüter stehen. Das gilt auch auf der anderen Seite. Der Wind macht den Torhütern irrsinnig schwer. Das sieht man hier ganz deutlich. Man trägt. Schon ist wieder ein Grazer da, in dem Fall Hörmein. Da ist der Kübauer, der folgt vom Schock. Jovanovic. Ja, ein Fehler in der Mitte des Spielfeldes, der wirkt sich natürlich aus. Gute Kontermöglichkeit für die Grazer. Belassen. Wieder eine große Möglichkeit. Nach einem guten Konter. Also punktemäßig liegt Sturm vorne, Spielstand aber noch immer, Sie sehen es ja hier, 0:0, 21 Minuten gespielt. Schauen Sie den Ball an. Ein Nachteil, so ein Ausschuss. Grazer schießen aber immer mitten aufs Tor, mitten auf die Brust von Michael Konst. Dem wird schon schön warm sein, trotz des eisigen Windes. Verstehe nicht, dass Rapid nicht versucht, etwas flacher zu spielen oder schon den Ball bei der Seite auszuspielen vom Torhüter her. Ball von Wettel war das. Anschütteln. Schüttengruber bis jetzt korrekt. Mandreco, stumpf. Gut gespielt von Kübauer auf Mandreco. Gut abgeblockt hier im Verein Prilasnik und Posch waren das. Stöger. Arzberger bis jetzt recht gut, bis auf einen Ball, aber der war schwierig zu packen. Beide Trainer stehen neben den Betreuerbänken. Und die Grazer machen es richtig, schießen mit dem Wind. So wie hier Schopp jetzt, der wieder aufgerückt ist. Da war Konsel rechtzeitig heraus und hat dem Grazer Teamverteidiger gut den Winkel abgeschnitten. Also die Grazer müssten eigentlich schon führen. Vielleicht haben Sie den Platzsprecher gehört. 9000 Zuschauer hier im Hanapi-Stadion, bedingt durch die Kälte. Noch einmal,
Fehler von Konsel, wieder hat der Ball eine Kurve gemacht. Und Melich bringt seine Mannschaft in Führung. Die Grazer haben den Wind ausgenützt, haben aus vielen Schussversuchen aus ihrer Sicht endlich Erfolg gehabt. Schauen Sie, der Ball dreht sich ab. Konsel schlägt den Ball ins eigene Tor und 1:0 für Sturm Graz. Ein scharfer Schuss, der noch dazu durch den Wind Drall nach rechts bekommen hat, vielleicht auch hier ein bisschen abgefälscht. Aus der Perspektive kann man es nicht erkennen. Und Konsel kann den Ball nicht halten. Und Roman Melich, man versteht die Freude. Ja, jetzt wird es schwer für Dokupil und seine Mannschaft. Bis jetzt keine Linie im Spiel, kein Aufbau, der einem auch als neutralen Zuschauer gefallen könnte. Man hat es immer wieder mit hohen Bällen versucht und hat sich schon in der eigenen Hälfte, so wie hier, den Ball abnehmen lassen. Vastic schießt gleich wieder. Ich bin eigentlich, ob die Rapidler das in der zweiten Hälfte in ähnlichem Maß tun wie die Grazer. Vastic, der schon einmal an die Latte geschossen hat, ebenfalls mit einem Weitschuss. Hermann. Guter Pass auf Grassler. Schopp. Melich. Die Rapid-Abwehr bringt den Gegner nicht unter Kontrolle. Vastic und wieder Tor. Ein super Tor von Ivica Vastic. 2:0 für Sturm Graz. Konsel keine Chance, Ivanov zu spät dort gewesen. Und Ivica Vastic bringt nun seine Mannschaft mit 2:0 in Front innerhalb von 2 Minuten. 2 Tore für den Tabellenzweiten. Ja, das macht die Meisterschaft wieder spannend. Aber das Spiel ist noch nicht aus. Hier noch einmal. Schauen wir uns das aus der Tormann-Perspektive an. Konsel hätte einen Schuss ins linke Eck von ihm aus erwarten können. Wurde auch ein bisschen erwischt am falschen Fuß und man sieht sie, er kommt nicht mehr hin. 2:0 für die Grazer. Sein 8. Saisontor und er liegt nur noch einen Treffer hinter Christian Stumpf, den Führenden in der Torschützenliste. Ernst Dokupil, glaube ich, wird jetzt reagieren. Es deutet sich ein Wechsel unten an. Lugscheider und Dokupil an der Outlinie. Dokupil hat vorher auch mit Kübauer gesprochen. Möglicherweise, dass die Kübauer noch immer Schmerzen verspürt. Auf alle Fälle, Barisic macht sich schon bereit. Foul. Schiedsrichter hat eine Zeit lang auf Vorteil gewartet. Foul von Gucki, der legt jetzt ein bisschen nach. Das kennt man von ihm. Steirer gegen seine Landsleute. Jetzt einmal Kontermöglichkeit für Rapid, Kübauer, gespielt wurde der Ball von Mandreko, der kommt auch links mit jetzt. Jetzt ist der Fluss schon wieder unterbrochen. Freistoßmöglichkeit für Rapid.
Zeitungen hat man gelesen, dem Didi Küper ist nach dem Spiel in Belfast auch ein bisschen der Schmäh ausgegangen. Für Rapid ist so offen, dass er ihn in diesem Spiel wieder findet. Freistoß. Kübauer am Ball und auch Ivanov mit den orangen Torhüterhandschuhen kommt nach vor. Möchte 9 Meter Abstand haben. Marasek hat Raum zu flanken. Hatz zu hoch. Mählich gegen Hatz und der Ball bleibt bei Rapid. Sie hören vielleicht die Rufe Carsten Janker, der sich hier mit Barisic im Vordergrund und dem Landminigen Andi Herauf aufwärmt. Kurze Haare bei Janker. Vielleicht war die Entscheidung falsch, nicht mit zwei Spitzen wie vorgehabt gegen die Grazer anzurücken. Der Schusskampf von Sergej Mandrik. Auf alle Fälle nehme ich an, dass Jans Dokupil, ja, wie ihn schon reagieren wird. Was Rückstände aufholen und Spiele umdrehen seiner Mannschaft betrifft, da kann der Ernst Dokupil noch hoffen. Gegen Sporting Lissabon in der Schlussphase. Viele Spiele hat man erst in der Schlussminute oder in den letzten 5 Minuten gewonnen, so auch das letzte in Graz. Und es geht ja noch 60 Minuten, also eine Stunde noch. Ja, da hat Peter Stöger ein bisschen mit den Armen nachgeholfen. Entscheidung korrekt. Freistoß durch Mählich. Und wieder geht Mario Posch hin. Er wird dann mit dem linken Fuß schießen. Versuchen, das ist sicher ein Tipp von Trainer Osim, mit dem Ball immer Richtung Konsol zu spielen. Der Ball bewegt sich ganz unkontrolliert in dieser Phase. Das ist ganz, ganz schwer für den Torhüter, den herunterpendelnden Ball zu fangen. Hier noch einmal, mit Effekt geschossen, dazu kommt noch der Druck des Windes. Diesmal aber sicher Michael Kotl. Ich möchte wissen, wie viel er Schuld an den ersten beiden Toren tatsächlich hat. Auf alle Fälle, die Grazer haben mit Weitschüssen Rapid unter Druck gesetzt und auch 2 Tore mit Weitschüssen erzielt. Wieder Vastic, probiert es wieder. Gefährlicher Querpass von Ivanov. Ja, und der Hatz macht das einzige Richtige aus Sicht eines Verteidigers. Er schießt einmal den Ball ins Out, kann sich die Abwehr wieder aufstellen. Mählich. Hermann. Nein, Kirchner, der Libero. Kommt. Taktisch hat Ivica Osim seine Mannschaft ganz hervorragend eingestellt. Ein Mann, der viele Stationen durchlaufen hat und viel mit guten Fußballern arbeiten konnte, bei Partizan Belgrad, dann bei Panathinaikos Athen, vorher bei Zeleznica und ab 1994 im Sommer bei Sturm Graz. Stöger. Guter Pass auf Mandrecko. Ja, aber was macht er? Die Fußballfreunde werden sich sicherlich auch noch erinnern, wie gut das damalige jugoslawische Team unter der Führung von Ivica Osim gespielt hat. Stamm dieser Mannschaft war natürlich das Ensemble von Partizan Belgrad.
Savicevic allen voran. Boban. Gebäuert. Man sieht hier, die Grazer attackieren so frühzeitig, dass Rapid nie das Spiel aufbauen kann, nie das Spiel unter Kontrolle bringt. Bosch hat er sich ein bisschen hineingedreht, würde ich sagen. Aber geschickt und routiniert gemacht. Freistoß jetzt von der linken Seite mit dem rechten Fuß. Ivica Vastic wieder genau vor das Tor, aber Schopp kommt hier zu spät. Will Rapid aufholen, dann muss die Mannschaft natürlich jetzt alles versuchen, um noch vor Seitenwechsel eventuell den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber immenser Einsatz der Grazer, wie hier von Hörmann. Noch einmal. Hier hat der sich den Ball erkämpft gegen Wettel. Bewegung bei den Sturmspitzen. Dadurch konnte Stöger Stumpf und Landreco auch nicht anspielen. Sind so, wie man so schön sagt, in ihrer Furche gelaufen, statt Platz und Raum zu wechseln. Und die Grazer ersparen sich durch das Vorchecken und das Nahestehen am Mann auch sehr viel Laufarbeit. Müssen dem Gegner nicht nachlaufen. Und eine riskante Abwehr von Ivanov ausgehend, hat den Ball für Konsel weiterlaufen lassen und hat seinen Torhüter dadurch in Gefahr gebracht. Prilasnik hat den Rapid-Tormann sozusagen mitgenommen, hat geglaubt, er bekommt den Ball noch. Schauen wir uns das an. Ivanov lässt weiterlaufen. Naja, da hätte er schon ausweichen können, würde ich sagen. Ist Michael Konsel direkt in die Hüfte gesprungen. Nur zu hoffen, dass der Rapid-Kapitän weiterspielen kann. Sorgen über Sorgen momentan für Rapid-Trainer Ernst Dokopil, den 49-jährigen Coach. Lassnik versucht zu erklären, was er da eigentlich gemacht hat, auch Vastic. Da haben wir Libero Günther Neunkirchner gehabt. Das Foul war in der 35. Minute, also 10 Minuten vor dem Seitenwechsel und 2 Minuten hat die Spielunterbrechung nahezu gedauert. Bin neugierig, wie viel Schiedsrichter Schüttengruber hier einrechnen wird. Wettel auch im Länderspiel schon
technisch ganz hervorragend, unterstützt das noch durch großartige Laufarbeit. Sehr effektvoller und effizienter Spieler. Bosch. Mählich. Schauen Sie, die Rapidler kommen nicht dazu, ihr Spiel aufzubauen. Frühzeitig gestört, findet man nicht zur Linie im Spiel, wie gesagt. Und hier Markus Schopp verletzt, Teamback. Michael Kondl fair, spielt den Ball jetzt hinaus. Es wird also in der ersten Hälfte doch einige Nachspielzeit geben. Den Regeln entsprechend muss nun Schopp mit der Bahre hinaus transportiert werden. Foul ist von Marasek, glaube ich, gekommen, hier der Mann mit der Nummer 17. An und für sich Teamkollegen. Aber im Eifer des Spiels und in der Hitze des Gefechts, wie es so schön heißt, da passiert manchmal natürlich einiges. Schopp, der ist er mit der Trage hinaus befördert wurde, noch immer in Behandlung. Aber man deutet ihm, er wird weiterspielen können. Osim und Heinz Schilcher, der Manager, nehmen das also doch mit Genugtuung zur Kenntnis. Jetzt geht Schopp wieder hinein. Einwurf durch Mählich. Jetzt ist der Ball raus. 4 Minuten noch in der ersten Hälfte und Sie sehen es ja oben am Insert. Sturm Graz führt im Hanapi-Stadion vor 9000 Zuschauern durch einen Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten. 2:0, 23. Minute, Weitschuss von Mählich, 1:0. Und 25. Minute, wieder ein Weitschuss von Vastic. Beide Male hat der Wind den Ball mit unglaublichen Drehungen und Wendungen, möchte ich sagen, auf Michael Konsel zubefördert. Der hat nicht sehr glücklich ausgesehen und 2:0. Die Führung von Graz wird noch dadurch unterstrichen, dass Vastic zu Beginn des Spieles mit einem Weitschuss nur die Latte getroffen hat. Die Grazer momentan die Mannschaft mit sicherlich mehr Vorteilen im Spiel. Man hat den Wind ausgenutzt, man hat Weitschüsse angebracht, zweimal erfolgreich. Und man hat Rapids Spiel immer rechtzeitig unterbrechen können. Bosch gegen Stöger. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Ernst Dokkopiller auch taktisch einiges verändern wird. Möglicherweise bringt er doch Carsten Janka als zweite Spitze. Vor allem mit dem Wind kann man gut flanken vor das Tor von Arzberger. Möglicherweise gibt es auch eine Veränderung im Mittelfeld. Hat das gut gemacht. Mantreco gegen Neunkirchner. Minuten hier noch zu spielen. Hier noch einmal der Versuch von Mantreco zu flanken. Schön, wie er über den Ball steigt. Das Maskottchen, die roten Schuhe, bis jetzt haben sie den Rapidlern nicht geholfen. Aber jetzt Stöger und Hörmann. Bis jetzt haben die Grazer den Ausfall von Vettel, Tschernyschow und Goriow mehr als wettmachen können. Spielen hervorragend, immer aus der Tiefe des Raumes. Das Spiel immer in Fluss.
Ja, gut aufgespielt von Vastic auf Melich, aber da haben sie sich vielleicht sogar selbst behindert. Aber wieder ein super Konter der Mannschaft von Ibiza aus. Ich hoffe, ich war vorher versprochen, pardon, kein Ausfall von Wettel, der beileibe nicht, sondern Ausfall von Haas, Czernyszow und Gorjo. Ja, die Rapidler müssen nun froh sein, dass sie nicht ein drittes Tor hinnehmen mussten. Aber wir werden ja gleich dann sehen bei den Pauseninterviews, die mein Kollege Hans Huber vorbereitet, was die Protagonisten dieses Spiels zu sagen haben. Ja, war Foul von Hartz dabei, gestrecktes Bein, klare Sache, Freistoß für Sturm Graz. Ein 3:0, das wäre nur ganz, ganz schwer aufzuholen. Interessant, bis jetzt hat Rapid immer ein Tor geschossen in einem Spiel. Bis jetzt steht es aber 2:0 für die Grazer. Und nichts deutet darauf hin, dass der Mannschaft von Ernst Dokupil ein Tor noch vor der Pause gelingen könnte. Bosch mit dem linken Fuß, ganz gefährlich wieder für Michael Konsel. Vor allem mit dem unberechenbaren Wind. In der Mauer gibt es ein Gerangel, Hermann zwischen Mandreko und Marasek. Der Wind rollte auch den Ball weg, Sie sehen die Gewalt des Sturms hier, so wieder. Vielleicht könnte man es jetzt machen wie beim Free-Kick beim American Football, dass einer mit dem Zeigefinger das Laberl hält. Der Hermann, der hätte die Größe dazu. War zu durchsichtig. Vielleicht wäre es gefährlicher gewesen, den Ball direkt aufs Tor zu schießen. Kommt er über Kübauer. Stöger, Stumpf und hier Mandreko gehen mit. Gerettet von Melich. Die 45. Minute ist zu Ende. Ich nehme an, dass der Schiedsrichter doch 2 Minuten etwa nachspielen lassen wird. Bis jetzt der Schüttengruber ein korrekter Leiter. Sollte man erwähnen. War auch im ersten Spiel der Meisterschaft, bei dem Rapid 1:0 gewann durch ein Elfmetertor. Ein korrekter Spielleiter. Arzberger. Da ist der Pausenpfiff. Nicht lang nachspielen lassen, Schiedsrichter Schüttengruber. Ihm ist offenbar kalt, er wird ein bisschen in die Kabine. Sturm Graz führt zur Pause hier durch Tore von Melich und Vastic. Ganz verdient 2:0. So, da kommt Walter Hörmann freundlicherweise für ein kurzes Pauseninterview. Walter Hörmann, war das Taktik, mit dem Wind zu spielen und so viele Weitschüsse zu ummachen? Natürlich ist es sehr gut, wenn man den Wind den Rücken hat und wir haben gesagt, wir werden viel schießen, aber wir wollen 90 Minuten hier offensiven Fußball spielen und wir werden das auch zweite Halbzeit beweisen, obwohl es sehr schwer werden wird. Denn Rapid ist eine sehr starke Mannschaft und ich glaube, sie werden alles riskieren. Das dürfte noch eine interessante zweite Halbzeit werden. Also Sie glauben, das Spiel ist noch nicht entschieden? Nein, ich glaube nicht. Rapid ist sehr stark und es wird sehr schwer für uns in den zweiten 45 Minuten. Danke vielmals, dass Sie stehen geblieben sind. Das war also Walter Hörmann mit einem ersten Interview hier in der Pause. Und wir geben zunächst einmal zurück auf den Königlberg und melden uns dann mit weiteren Interviews hier aus dem Hanapi-Stadion, bevor die zweite Hälfte beginnt. Noch geht es aber um Fußball in Österreich, um den Schlager Rapid gegen Sturm. Zur Pause führen die Grazer ja 2:0. Und jetzt gleich wieder zu Hans Huber ins Hanapi-Stadion. So, und wir sind hier also wieder im Hanapi-Stadion. Danke Ulrike Schwarz. Und bei mir ist Andreas Herab. Er wärmt hier heftig auf. Werden Sie in der zweiten Hälfte eingesetzt? Ja, man weiß noch nicht. Der Trainer hat alle Spieler aufwärmen geschickt. Und er hat gesagt, wir sollen uns intensiv aufwärmen. Und es wird sicher einige Wechsel geben, ja. Was kann Rapid jetzt machen, um diesen Rückstand aufzuholen? Ja, ganz einfach, so wie Sturm Graz. Die Gunst der Stunde nutzen und mit dem Wind einfach aus allen Lagen
wenn es möglich ist, das Tor zu beschießen. Und man hat gesehen, der Wind ist enorm und es kommen jetzt nicht scharfe Schüsse zustande. Und vielleicht ist es möglich, das Ganze noch umzudrehen. Die Schüsse sind auch unberechenbar, weil der Wind den Ball richtig flattern lässt. Auf jeden Fall, die Schüsse sind enorm scharf und fangen zu flattern an. Also es ist alles drinnen. Natürlich müssen wir uns so bewegen, dass wir zum Schuss kommen. Und dann ist sicher alles drinnen. Ist der Wind ein Spielverderber oder entscheidend eher nur das Spiel? Ein Spielverderber, es ist sicher ein interessantes Spiel, aber man sieht schon natürlich, die Mannschaft, die gegen den Wind spielt, ist meistens in die Defensive gedrückt. Und ich hoffe, dass das in der zweiten Halbzeit schon grad sein wird. Danke vielmals, Andreas Herab. Und wir schauen uns jetzt die Szenen an, die es in der ersten Hälfte gegeben hat. Und zwar gibt es hier diesen Lattenschuss von Vastic. Das hätte schon die Führung sein können. Da hat man schon gesehen, wie gefährlich diese Weitschüsse sein können. Bei mir mittlerweile der Präsident von Sturm Graz, Hannes Kartnick. Da haben sie schon einmal fast gejubelt bei diesem Lattenschuss und dann haben sie wirklich gejubelt bei diesem Führungstreffer. Ja, super war das von Melich. Er hat gewusst, wenn er schießt, dann durch den Wind eine starke Kraft kriegt, dann kann es nur Tor werden. Der Michael Konsel wird da ein bisschen überrascht durch die Schärfe des Schusses und der Ball auch ein bisschen noch abgelenkt. Man sieht das hier in der Zeitlupe ganz genau. Das war also das 1:0 durch Melich in der 23. Minute und in der 25. Minute auf ähnliche Art, allerdings noch mehr herausgespielt, das 2:0 durch Vastic. Wunderschönes Tor. Ibiza hat sowieso einen guten Schuss. Ich bin begeistert von ihm heute. Ich glaube, Sie müssen ja von der ganzen Mannschaft begeistert sein. Ja, ich glaube, wir zeigen heute wirklich einen guten Fußball. Wir sind technisch gar besser als Rapid derzeit. Es wird natürlich jetzt die zweite Halbzeit entscheidend sein, wie Rapid mit dem Wind spielen wird. Und ich glaube, meine Mannschaft ist klug genug, um noch ein Tor zu schießen. Glauben Sie, dass dieser Vorsprung über die Distanz gebracht werden kann? Ich glaube schon, weil Trainer Ossim wird Ihnen die richtige Taktik mitgeben. Das bedeutet auch, Sturm macht sich natürlich weiter Hoffnungen auf den Meistertitel. Ja, selbstverständlich. Wir haben gesagt, wir fordern heuer Salzburg, aber jetzt müssen wir Rapid fordern. Und es wäre auch für die Meisterschaft toll, wenn wir gewinnen würden, weil dann würde wieder eine Spannung in die Meisterschaft kommen. Gibt es irgendwelche Veränderungen? Planen Sie noch Transfers in der Winterpause? Ja, wir haben vor, einen Top-Stürmer zu holen. Das wird sich bei der Wiener Stadthalle dann zeigen, wen wir holen, und wir werden einen Top-Mann holen. Top-Stürmer, ein Inländer oder ein Ausländer? Es wird ein Ausländer sein, ein Linker, weil uns ein linker Mann fehlt. Und ich glaube, wir werden in Österreich sicher die Leute begeistern. Danke vielmals, Hannes Kartnick. Und die Spieler kommen jetzt wieder auf das Spielfeld und damit wieder zurück zu unserem Kommentator, zu Peter Elstner. Naja. Hans Kartnick hat gesagt, Ibiza Osim wird seiner Mannschaft die richtige Taktik mitgeben. Wir werden sehen, welche Taktik nun Ernst Dokobil Rapid mitgeben zur Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte. Schauen wir mal unten hin, ob die Grün-Weißen schon getauscht haben. Ich sehe noch alle Spieler aus der ersten Hälfte. Wahrscheinlich wird also Ernst Dokobil erst nach Seitenwechsel reagieren. Noch immer auf der Austauschbank Herav, der uns dieses Interview gegeben hat, Barisic und Karsten Janka. Bei den Grazern ebenfalls unveränderte Aufstellung. Roy Blaschnik ist der Nebel Neunkirchner, der als Ersatz für Czernyshov seine Aufgabe sehr gut macht. Aber er hat ja zwei konsequente Manndecker vor sich, nämlich Milanic und den routinierten Bosch. Rapid hat also in diesem Spiel noch kein Tor erzielt. Es wäre das erste Mal, wenn es bei einem Nullergebnis bleibt, dass die Mannschaft von Ernst Dokobil spielt, kein Tor erzielt. Aber jetzt spielt Rapid mit dem Wind und wir werden ja sehen, ob sich das Bild auch wendet. Ja, da haben wir es schon. Normalerweise hat Bosch den Ball ganz sicher. Jetzt geht der Ball weiter mit dem Wind, fliegt weiter und out jetzt für Rapid. Und da draußen ist Gucki, der an der rechten Seite statt Pivanik heute aufgestellt wurde. Auch deshalb, weil Mandreka noch kein Österreicher ist und also einen Ausländerplatz beansprucht. Eckball. Also der Druck von Rapid beginnt gleich in der ersten Minute der zweiten Spielhälfte.
Man hat die Halbzeit also in den Kabinen sicher zu taktischen Gesprächen genützt. Wir können uns wirklich freuen auf die zweite Hälfte. Es wird spannend. Eckball jetzt durch Stefan Maras. Einer, der mit dem linken Fuß den Ball zur Mitte bringt. Arzberger, der gut gemacht. Auf der Linie gerettet. Noch einmal. Gucki. Und daneben. Es war ein Riesengetümmel jetzt. Ich glaube, einmal Neunkirchen auf der Linie gerettet. Wenn das gleich in der Wiederholung zeigen und dann noch einmal beim Nachschuss wieder auf der Linie gerettet. Hier der Fallrückzieher von Hatz. Schopp schaut hier zu. Riesengetümmel. Da haben wir Ivanov, Gucki, Arzberger, den Torhüter. Hier noch einmal aus der anderen Kameraperspektive. Jetzt geht's los, skandieren die Rapid-Fans. Und jetzt in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte hat Graz Glück gehabt. Ball von Schopp. Jetzt muss der Schiedsrichter ein bisschen aufpassen, weil Rapid wird mit aller Macht nun versuchen, das Anschlusstor zu erzielen. Bauer. Ähnliche Taktik beim Freistoß mit dem rechten Fuß vor das Tor von Arzberger. Stöger in die Menschenmauer der Grazer. Ja, und so blind darf man den Ball nicht wegbefördern, wie hier Jovanovic. Nächste Frage, was die Grazer Seite betrifft, kann die Mannschaft von Osim nun durch Flachpassspiel aus der Defensive auf Offensive umschalten, was Rapid nicht gelungen ist. Nervos, Nervosität auch bei Ivanov offenbar, so ein Fehlpass sieht man selten, Melich. Herrlich gemacht von Melich. Im letzten Moment war hier Peter Schöttl. Stöger. Sehr aufmerksam. Heinz Arzberger. Ernst Dokopil scheint zu reagieren, denn hinter ihm zieht sich bereits Carsten Janker den Anorak aus. Inzwischen aber Melich, Grassler, Schopp, auch für Rapid. Da haben wir schon Ernst Dokopil, taktische Anweisungen an seinen zweiten Sturmtank nun. Carsten Janker, den Leihspieler vom FC Köln, hat in der unter 21 Auswahl der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Gut gemacht von Stumpf. Wechsel jetzt. Jovanovic geht aus dem Spiel, der eine defensive Rolle im Mittelfeld innehatte. Und Carsten Janker kommt nun als zweite Sturmspitze. Für die sichere Devise von Ernst Dokopil lauten hohe Flanken, hohe Bälle in den Strafraum um Libero Neunkirchen. Stumpf. Lasnik. Herr Wettel spielt ganz ausgezeichnet.
Fehler von Prilasnik. Osim deutet seinem Kapitän, spielt den Ball raus aus dem 16er. Mandreco. Gegen drei. Er kommt da zu kurz. War ein Foul jetzt. Naja, Mandreco hat ja Glück gehabt, hat hier mählich ein bisschen nachgeschlagen. Die Grazer reklamieren das zu Recht, auch beim Linienrichter. Da hat der Sergej Mandreco recht, dass man das nicht gesehen hat. Jetzt kommt vielleicht sogar noch zu einer Rauferei. So, jetzt holt sich Schiedsrichter Schüttengruber die beiden Kontrahenten. Shakehand gibt es keines, also es wird doch nicht unfair und hitzig werden hier. Zurück Richtung Tor von Arzberger. Marasek, Mandreco, pardon, Kübauer. Ja, da gibt es die erste Rauferei jetzt tatsächlich nach einem Foul an Vastic. Und zwar von Hatz. Gelbe Karte für den Rapidler, das war eine klare Sache, aber die Grazer dürfen natürlich auch nicht nachlegen. Vastic dürfte auch Hatz mit dem Ellbogen am Kinn getroffen haben und deshalb auch die Entgleisung des Rapidlers, weil es alles so schnell gegangen. Jetzt wird der Schiedsrichter alle Hände voll zu tun haben, dass das Spiel ruhig und in geregelten Bahnen bleibt. Packen natürlich auch alle ihre Profimätzchen aus, den Gegner provozieren, verunsichern. Guter Schuss von Wettel. Man hat auch gesehen, dass man den Ball doch hoch nach vor spielen kann, nämlich wenn er flach angesetzt wird, wie es hier Neunkirchner gezeigt hat. War ein guter Weiterpass auf Wettel und er hat sofort geschossen. Lasnik hat hier gerettet. Marasek. Bucki. Stöger, das war zu durchsichtig, zu weit auch. Ein Rieseneinsatz von Ivanov jetzt, aber das sich oft selbst wehgetan wahrscheinlich dabei. In diesem Zweikampf mit Wettel, der konnte sich ja nicht in Luft auflösen. Hier haben wir Vastic. Freistoß für Rapid ist korrekt. Der Schiedsrichter verwarnt nun Ivica Vastic, der sich mit dem Linienrichter angelegt hat. Gelb nun auch für den Torschützen des zweiten Tores von Sturm. Und Osim muss ihn natürlich jetzt zurückbeordern. Will Vastic nicht Gefahr laufen, gelb und rot zu sehen. Ziemlich erhitzte Gemüter auf beiden Seiten. Wenn Rapid jetzt ein Anschlusstor gelingt, dann geht es hier bunt zu, möchte ich sagen. Janka. Zu weit für Stöger. Knapp 10 Minuten gespielt. Noch immer führt Sturm durch die Tore von Melig und Vastic. Im Hanapi-Stadion von 9000 Zuschauern 2:0. Schauen Sie jetzt den Ball an, wenn er hoch rausgeschossen wird, bleibt stehen, dreht sich wieder Richtung Grazer Tor. Vastic. Da war der Ball mit dabei. Macht manchmal den Eindruck eines Riesenbabys.
der Ball dreht sich sofort ins Out. Ja, man sieht, die Grazer haben jetzt ähnliche Schwierigkeiten, das Spiel aufzubauen wie die Rapidler in den ersten 45 Minuten. Guck. Ja, meiner Ansicht nach Eckball. Das erste Mal, dass sich Linienrichter und Schiedsrichter irren. Jetzt kommt noch ein Wechsel und zwar bereitet sich jetzt Andi Herer vor. Ich bin neugierig, statt wem er kommen wird. Ich nehme an, dass Ernst Dokupil eventuell einen Manndecker herausnimmt. Möglicherweise hat es. Ja, da hat sich Stumpf auch ein bisschen fallen lassen nach dieser Attacke von Posch. Mandreko setzt sich gegen Vastic durch. Milanic. Rijanka kann den Ball nicht bändigen. Also wir haben bis jetzt, und jetzt sind über 10 Minuten gespielt, noch keinen Weitschuss Rapids gesehen. Zu diesem Zeitpunkt in der ersten Hälfte hatte Vastic schon an die Latte geschossen. Ja, Brech gehabt, Hatz wird aus dem Spiel genommen. Meist ja nur noch eine Spitze, entweder Vastic oder Vettel vorne zu finden. Und der Manndecker, das ist ein taktischer Austausch, wird durch einen Mittelfeldspieler ersetzt, nämlich Andreas Seraf. Vielleicht gelingt es Rapid mit ihm auch einige spielerische Akzente zu setzen, die man bis jetzt doch eher vermisst hat. Ivano. Da ist nicht mehr. Sturm hat natürlich jetzt schon Zeit ein bisschen, ist eh klar. Einen schlechten Abstoß ausgebessert. Wenn man in einer Totalen sieht, am Fernsehschirm, Peter Schöttl jetzt Libero und Ivanov mehr vorne. Und Stumpf kann diesen Ball nicht erwischen, außerdem Offside. Mandreko hat versucht, den Ball schnell weiterzuspielen, aber Stumpf Offside und Ivanov, der jetzt nur noch vorne zu finden ist, regt sich auf. Auf alle Fälle Freistoß für die Grazer und die Reklamationen von Kübauer bei Schiedsrichter Schüttengruber nützen auch nicht. Mit den Linienrichter an der rechten Seite haben beide Mannschaften schon ihr Gewirks, möchte ich sagen. Mann, noch immer ist die Gefahr nicht vorbei. Jetzt. Der Ball fliegt weit. Mandreko, der rechts begonnen hat, jetzt
auf der linken Seite. Hier noch einmal dieser Flankenversuch von Hörmann. Und erster Weitschuss war das jetzt von Gucki. Erinnern wir uns an sein Kapp-Tor, auch ein Weitschuss zum Finalsieg. Stöger. Sie kommen nicht dazu. Dichter Riegel jetzt am 16er von Graz. Abgeblockt jetzt von Hörmann. Vastic. Jetzt kommen die Grazer kaum aus ihrer eigenen Hälfte. Der Ball geht weg. Stumpf! Noch immer Stumpf. Ivanov hatte sich den Ball erkämpft. Marasek. Genau auf Mehl. Ja, mit dem rechten Fuß, da hat der Stefan Marasek offenbar ein bisschen Schwierigkeiten. Der Schiedsrichter bald einschreiten, wenn Graz nicht schneller abspielt oder abstößt. Es wird Foul gegeben wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht sehen wir es in der Wiederholung, ob Janker den gegnerischen Torhüter überhaupt berührt hat. Der Ball hatte so viel Effekt, dass Arzberger mit dem Ball ins Torout geflogen ist. Kann nicht viel haben. Schauen wir. Stöger. Hängen bleiben ist äußerst gefährlich. Schopp. Stockfehler. Janke, das hat er gut gemacht, mein Trecker. Wettel, schön auf Mehlig. Weiter Pass in den freien Raum. Rechts läuft Vastic mit. Auch Hörmann geht mit und Mehlig geht mit. Prilasnik. Was momentan zu verwundern ist, dass Rapid nicht versucht, mit dem guten Techniker im Mittelfeld, mit Kübauer, mit Stöger, auch mit Herraf, das Spiel mal ein bisschen aufzuziehen, Linie hineinzubringen, heute den Ball kontrolliert in der eigenen Mannschaft wandern zu lassen und versucht es jetzt mit der Brechstange. Und die Grazer können sich nicht anders helfen, als den Ball wegzubefördern. Ein ähnliches Bild hatte man in der ersten Hälfte bei den Grünen, den Grün-Weißen gesehen. Bleiben Rapid noch ca. 25 Minuten, um das 0:2 aufzuholen. Ducke, der spielt sich da ziemlich gewagt da hinten rum. Stöger gegen Grassler. Guter Haken. Diese Szenen werden sich jetzt im 16er Raum von Graz wiederholen. Einwurf durch Marasek. Man versucht es ein bisschen auch zu sehr durch die Mitte bei Rapid. Prilasnik. Mehlig. Grassler. Mann mit sehr viel Laufarbeit und Umsicht. Wettel.
Prilasnik noch einmal. Stöger mit Küper. Ja, Trippeln bringt in der Situation sicher nichts. Dafür der Konter der Grazer über Grassler. Wunderschön. Und kommt. Ein drittes Tor würde jetzt alle Aufholjagd der Rapid-Mannschaft fast umsonst machen oder vergeblich machen. Man muss aufpassen dahin. Sonst ist das Spiel fast entschieden. Ball von Janka wird hier entschieden an Schopp. Osim taucht immer wieder beim Linesman auf. Jetzt Michael Kondl wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Zuvor war es Arzberger. Nelich und Schopp am Ball. Wieder wird der Ball weggetrieben. Bosch nutzt das natürlich auch zum Wassern aus, keine Frage. Der wartet nur, dass der Ball den vom Wind weggeweht wird. Guter Freistoß. Bastic. Hat das sehr geschickt gemacht. Er hat gesehen, dass Wettlim offside ist, hat angedeutet, allein zu gehen und hat sich bei der Attacke von Schöttl ein bisschen fallen lassen. Dadurch bleibt der Ball bei den Grazern. Also ganz ein ausgekochter Spieler, Ivica Vastic, auf den der andere Ivica Osim sicher setzt. Hörmann. Das Comeback des kleinen Grazers. Jetzt spielt Rapid so, immer mit einem Mann mehr um den Ballführenden. Aber man rückt nicht nach, deshalb der Konter über Melich. Wettl gegen Kuki. Bastic, gut gespielt, kein Offside. Und Konzel bewahrt seine Mannschaft in dieser heiklen Situation vor einem vorentscheidenden Verlust. Wettl zieht den Ball mit dem Rist ab und Konzel hat die Hand noch dazwischen. Wir werden es gleich sehen. Wettl. Ball ist über und nicht im Tor. Ansatz zu einem Kombinationsspiel. Ball von Schopp jetzt an Peter Stöger. Jetzt geht wieder Ivanov mit nach vor. Alle 22 Spieler nun in der Hälfte der Grazer. Wieder zu weit. Man darf offenbar den Ball nur zur Mitte tupfen. ...20 Minuten noch Zeit für die Mannschaft von Ernst Dokobil, für Peter Stöger und seine Kameraden hier erst einmal das Anschlusstor zu erzielen, vielleicht den Ausgleich. Ja, in einer Heimtabelle und in einer Auswärtstabelle, in einer Heimtabelle vor dem FC Tirol und in einer Auswärtstabelle vor Sturm Graz, das sagt schon alles. Ball ist jetzt richtig stehen geblieben.
und Eckball. Reinzuhalten. Stöger. Und auf der Linie gerettet von Bosch. Der Ball war bereits über Arzberger hinweg. Alles durch die Mitte, momentan die Devise bei Rapid. Und noch immer kein Weitschuss. Bastic, 3 gegen 1 gegen Schöttl. Ball von Gucki gibt natürlich Geld. Ist klar, aber das, die Notbremse, die musste er jetzt einfach machen. Drei Mann sind jetzt plötzlich auf Schöttl los. Und das Foul von Gucki an Bastic. Wieder Sanität mit der Trage. Wieder Zeit für die Grazer, den Schüttengruber in der ersten Hälfte nicht viel nachspielen lassen. Gleich kommt auch für die Rapid-Fans die Rapid-Viertelstunde. Hier haben wir Heinz Schilcher. Die Ivica Osim momentan auf Erfolgskurs mit ihrer Mannschaft. Und 15 Minuten dann noch für die Grazer ihren 2:0 Vorsprung in der Rapid-Viertelstunde, den sie verteidigen müssen. Gegen den Wind, Freistoß durch Bosch. Keine Mauer. Was die Rapid-Anhänger nun machen. Gleich beginnt die sagenumwobene Rapid-Viertelstunde. Man kann auch gespannt sein, überhaupt, ob Rapid hier noch einmal zusetzen kann. Bis jetzt Kopfballstaffetten, der Ball wird hoch nach vor gespielt, eher wild, unkontrolliert, wie das ganze Spiel. Alles in der Mitte, nicht ein Angriff über die Seite. Bastic, Konter werden gefährlich bleiben. Bosch, wieder Konter. Zum zweiten Mal bewahrt er seine Mannschaft vor einem Rückstand. Da ist man ein bisschen leichtsinnig da hinten, würde ich sagen. Aber vielleicht hat Trainer Ernst Dokopil die Devise ausgegeben, alles oder nichts. Der Punktevorsprung in der Tabelle ist groß. Abseits von Bastic, korrekt. Gut gespielt von Stumpf auf Stöger gegen Libero Neunkirchner. Und jeder Fehler im Angriff Rapids öffnet Sturm die Möglichkeit zu kommen. Zwar gefährlich. Wettel gegen Schöttl. Bastic. War ein bisschen ein Fehlverschinden aus, aber es war nichts.
Foul von Janka. Schiedsrichter Schüppengruber bis auf eine Out-Entscheidung. Wirklich ein korrekter Spielleiter. Immer am Ball. Die Entscheidungen stimmen. Knapp 9 Minuten muss Sturm Graz noch den Angriffen, den relativ unkontrollierten Angriffen Rapids nun standhalten. Unverständlich, man hat gute Spieler an den Seiten wie Marasek, auch Gucke hat es schon gekonnt und gezeigt, dass man hier mit Gewalt durch die Mitte versucht zum Erfolg zu kommen. Das Zusammenballen in der Mitte, durch das geringe Angreifen über die Flanken haben auch die Mittelfeldspieler oder die Abwehrspieler kaum eine Möglichkeit, einen Weitschuss anzubringen. Das haben die Grazer in der ersten Spielhälfte wirklich geschickter gemacht und sind dadurch auch zu vielen Weitschüssen, erfolgreichen Weitschüssen gekommen. Dass hier einander die torgefährlichsten Mannschaften in der Meisterschaft gegenüberstehen, das hat bis jetzt in diesem Spiel eigentlich nur Sturm bewiesen oder gezeigt. Bis jetzt 33 Tore Rapid, 30 Sturm und 2 Tore von Sturm jetzt in diesem Spiel. Also ist man bis auf ein Tor an Rapid herangekommen. Kübauer. Blind gespielt. Mandreco. Foul von Walter Herr. Gucke. Stöger, der Ball springt zu weit weg. Kübauer, eher blass geblieben heute, genauso wie Peter Stöger. Vastic, vorne lauert Wettel. Und ein weiter Heber auf Michael Konzelsdorf. Ja, sieht alles. Er hat gesehen, dass Michael Konzel im kurzen Eck gestanden ist. Sofort die Reaktion des Stürmers. Hier sieht man. Sieht, dass Konzel im kurzen Eck steht. Und der hat alle Mühe der Welt. Die Tore von Melich in der 23. Minute und Bastic haben also diese 2:0 Führung von Sturm herbeigeführt. Eine verdiente Führung für den Tabellenzweiten. Ivanov versucht es noch einmal. Wie oft hat man schon bei Rapid in den Schlussminuten noch entscheidende Tore erzielt? Aber 2 Tore in 5 Minuten aufzuholen, das wird nicht einfach sein. Noch ein Wechsel deutet sich an. Gruber wärmt bei den Grazern auf und Barisic, der ein bekannter, guter, weiten Schüssen erfolgreich sein kann. Freistoßspezialist macht sich nochmal in den letzten Minuten, haben wir noch 10 Minuten bereit. Heber von Stöger, Janka. Ballrückzieher von Ivanov und jetzt kommt wahrscheinlich der Wechsel noch. Sage Mandreco aus dem Spiel und Barisic an seiner Stelle. Dokopil hofft nun auf die Schussqualität seines Mittelfeldspielers Barisic. Der wandert auf die rechte Seite in der Abwehr um Schöttl und Gucki. Haben wir den neuen Spieler bei Rapid, Zoran Barisic.
solche Fehler werfen eine Mannschaft immer wieder zurück. Vettel, freie Bahn, noch immer Vettel. Schöttl wirft sich hier den Schuss. Schopp gegen zwei Mann, korrekt getrennt vom Marasek. Stöger, gut gemacht jetzt für Küper. Janka. Stöger. Erster Schuss aus der Distanz. In der Rapid-Abwehr 3 gegen 3. Acht Mann jetzt vorne bei Rapid, immer Angriff auf einer Linie. Da kann kein Spiel herauskommen. War kein Rückpass, der Ball wurde mit dem Körper zurückbefördert zu Torhüter Arzberg. Vorne auf einer Linie jetzt Janka, Stumpf, Ivanov, Kübauer und Stöger. In der Mitte ein Loch. Bastic hält den Ball jetzt, verlässt sich auf seine Technik. Jetzt gegen Barisic. Macht es sehr geschickt. Wartet auf die Attacke des Gegners und schindet hier mit einem Freistoß heraus. Bastic sicher einer der besten Grazer. Sehr guter Fußballer, gute Technik und ein Schlitzer auch noch dazu. Freistoß jetzt von Ivica Vastić, dem Torschützen, zum 2:0. Ja, wollte hier wieder Torhüter Konsel überraschen. Aber Konsel jetzt in der zweiten Hälfte, sehr sicher muss man sagen, hat seine Mannschaft vor zwei Verlusttreffern bewahrt. Mit dem Wind hatte er gegen die Weitschüsse der Grazer einige Schwierigkeiten. Aber diese Schwierigkeiten konnte Arzberger auf der Gegenseite gar nicht bekommen, denn es hat nicht einen Weitschuss Rapids in der zweiten Hälfte gegeben. Und das sagt auch einiges und das zeigt, dass Sturm zu Recht hier 2:0 führt. Man hat die Gelegenheit, die Gunst des Windes wirklich gut ausgenutzt. Die blinden Angriffe Rapids, möchte ich fast sagen, mit den weiten Passes nach vor, die können zu nichts führen. Flachpassspiel über die Außenstellen und Flanken wäre viel besser, aber der Meister, der Rekordmeister macht es nicht. Bastic, wieder Konsel. Die dritte Möglichkeit, die der Rapid-Torhüter jetzt verhindert, zum 0:3. Herauf. Noch einmal herauf, nach Janka zum Spiel. Und da ist meistens Endstation. Marasek, links steht Kübauer. Einmal eine Möglichkeit über die Seite. Stumpf. Abgefälschter Ball. Und Schuss von Barisic. Wieder Eckball. Knapp 5 Minuten noch hat Rapid Zeit, das 0:2 aufzuholen. Beide Coaches nun immer mehr an der Outlinie. Vor allem Ivica Osim. Und hier noch einmal die Chance, die Konsul gegen Vastic vereitelt. Und Abstoß inzwischen auf Seiten des Grazer Tores. Noch ein Wechsel jetzt bei den Grazern. Michael Gruber kommt statt des linken Verteidigers Velasnik, glaube ich. Jawohl. Und die Rapidler haben ja schon ihr Austauschkontingent von 3 Spielern ausgeschöpft.
Rekapitulieren wir, das Spiel geht in die letzten 3 Minuten. Sturm Graz nützt den Wind in der ersten Spielhälfte konsequent und sehr gut aus. Ein Lattenschuss von Bastic, ein Tor von Melich in der 23. Minute und 2 Minuten später ein zweites Tor von Bastic. Beide Tore aus Weitschüssen bringen diese Führung für den Tabellenzweiten. Eine gerechte Führung, den Rapid hat es nie verstanden. Erstens einmal die Kampfkraft von Sturm Graz wirklich zu zermürben und man hat auch keine Linie im eigenen Spiel gefunden. In der zweiten Spielhälfte zeigt sich dieser Unterschied wirklich eklatant. 3 Superkontermöglichkeiten für die Grazer, 3 Super-Torchancen, die Torhüter Konsel vereitelt. Auf der gegenüberliegenden Seite nicht ein Weitschuss, ein abgefälschter von Barisic, ein Schussversuch von Stöger. Das war alles. Viel Spiel durch die Mitte, kein Flügelspiel, es gibt momentan kein Mittelfeld, man schlägt den Ball weit nach vor. Die Abwehrspieler, die hier den Ball zu führen versuchen, wie Schöttl und Kuki, werden sofort von den 2 Spitzen Bastic und Vettel attackiert. Und so schaut es meistens aus. Weite Bälle mit dem Wind in den Strafraum. Und dort fallen diese Bälle meist Torhüter Arnsperger in die Hände. Erster Weitschuss jetzt, wirklicher Weitschuss auf das Tor von Arnsperger durch Gucki. Ja, Osim darf sich freuen schon, vorfreuen. Hat seine Mannschaft hier gut eingestellt, der den richtigen Ratschläge für das Spiel mit dem Wind gegeben. Janker, noch eine Chance. Und Offside von Stumpf. Korrekte Entscheidung wieder. Hier ist noch knapp 1 Minute zu spielen. Rapid wird es nicht gelingen, hier das 0:2 aufzuholen. Das traue ich mir jetzt einmal sagen. Damit ist Sturm die torgefährlichste Auswärtsmannschaft geblieben. 21 von den 30 Toren hat man auswärts erzielt. Rapid hat bis jetzt zumindest immer ein Tor in einem Meisterschaftsspiel erzielt. Das gelingt der Mannschaft bis jetzt nicht, wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr gelingen. Und damit fixiert Sturm auch die erste Heimniederlage der Rapidler in der Meisterschaft. Und damit ist Graz etwas gelungen, was sich viele Fußballfans wünschen. Auch die Clubfunktionäre, die Bundesliga-Funktionäre, die Meisterschaft wird dadurch wieder spannend. Und der 8-Punkte-Vorsprung von Rapid schmilzt dadurch natürlich. 3 Punkte für die Grazer in diesem Spiel. Die 90. Minute jetzt, 4 Sekunden überschritten. Ivica Osim darf sich freuen. Seine Mannschaft schlägt den Tabellenführer, macht die Meisterschaft wieder spannend. Rapid hat nie ein Rezept gefunden gegen das laufstarke Ensemble aus Graz. Hat sich gegen den Wind nicht behaupten können, hat es nicht vermocht, Weitschüsse zu unterbinden. Die Grazer haben auch, gemessen auch am Torvorsprung von 2:0, in diesem Ausmaß besser kombiniert. Unglaublich, dass eine Mannschaft mit so vielen Technikern wie Kübauer, Stöger, Herraf es nicht vermochte, in der zweiten Spielhälfte mit dem Wind spielerische Akzente zu setzen. Wahrscheinlich eine gewisse Verkrampfung mitgespielt, möglicherweise auch bedingt durch den Schock der Niederlage in der Endqualifikation in Belfast, wo ja doch viele Teamspieler wie Kübauer, Stöger, Konsul, Stumpf mit beteiligt waren. Jetzt Janker, noch eine Möglichkeit. Wieder drüber hat zu schießen versucht aus diesem Spitzenwinkel, was Ivanov aufregt. Schiedsrichter Schüttengruber, den wir hier groß im Bild haben, hat das Spiel gut geleitet, genauso wie die Begegnung in Graz, die er Rapid 1:0 gewonnen hat. Gleich wird der Schlusspfiff ertönen. Die Meisterschaft ist wieder spannend geworden, dank Ivica Osim und seiner Mannschaft. Man hat den Ausfall von Czernisow, Koryup
und von Haas, der fieberkrank hier im VIP-Club zugeschaut hat, gut verdaut. Und man hat sich gegen den Tabellenführer, man muss das unterstreichen, eindeutig verdientermaßen durchgesetzt. Noch einmal Stumpf. Ist das die Möglichkeit zum Anschluss? Der Führende in der Torschützenliste vergibt auch die wahrscheinlich letzte Möglichkeit hier nach Zuspiel von Barisic. Hier noch einmal Barisic. Stumpf. Keine Gefahr für Arzberg. Rapid-Trainer Ernst Doktorbühl hat alle Austauschmöglichkeiten ausgeschöpft. Hat den Mandecker rausgenommen, den Mandrecker rausgenommen, hat auch Hera, Janka und Barisic gebracht. Man hat sich vorgenommen, mit Weitschüssen ähnlich zu agieren wie die Grazer in der ersten Hälfte, aber es ist sich nicht ausgegangen. Noch eine Möglichkeit jetzt. Libero Neunkirchen, und das ist der Schlusspfiff. Die Grazer Betreuerbank springt auf, Präsident Kartnick, weiß nicht, ob er jetzt Trainer Hosen wieder ein Busserl geben wird. Ein Schilcher, der Manager, können sich freuen. Sturm Graz, der Tabellenzweite, schlägt durch Tore von Melich in der 23. und Bastic in der 25. Rapid verdientermaßen mit 2:0. Ich sage Ihnen damit danke fürs Zuschauen aus dem Hanapi-Stadion. Ein kaltes, aber sehr spannendes Spiel ist hier zu Ende gegangen. Ein Spiel bei kaltem, stürmischem Wetter, und der Wind hat hier sicher eine Rolle gespielt. Die Grazer haben die Gunst des Windes geschickt ausgenutzt. Damit Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen beim nächsten Mal bei Fußball. Die Grazer nützen vor 9000 Zuschauern den starken Wind, der vom Westen her ins Hanapi-Stadion bläst, clever aus. Sie attackieren bei Ballverlust sofort und schießen auch mit dem Wind aus allen Lagen. Hier ein Lattenschuss von Vastic. Immer wieder flattern die Bälle unberechenbar für Michael Konsel aufs Rapid-Tor. Und innerhalb von 2 Minuten zieht Sturm davon. Melich, 23. Minute, Konsel irritiert und geschlagen. Außerdem findet Rapid nie Linie im Spiel, bedingt, dass Stöger und Kübauer 90 Minuten lang blass bleiben. 2:0 schon 2 Minuten später nach einer Superaktion des Neo-Österreichers Ivica Vastic. Er wird von Melich angespielt. Ein Solo. Wieder nützt er den Wind mit einem Weitschuss aus und Konsel zum zweiten Mal geschlagen. Rapid versucht das Gleiche in der zweiten Hälfte, aber unzulänglich. Es gelingt zum ersten Mal in der Meisterschaft kein Tor und Sturm fixiert mit dem 2:0 die erste Heimniederlage der Rapidler. Wir hatten praktisch kein Mittelfeld, wir sind bis zur Abwehr durchgelaufen, aber wir haben es auch in der zweiten Hälfte nicht gehabt. Die Teamspieler Stöger, Kübauer, die haben eigentlich sehr enttäuscht. Sie konnten das Spiel nie in den Griff bekommen. Würden Sie jetzt die Chancen einschätzen, dass Sturm vielleicht doch Rapid von der Spitze holt? Ja, das ist schwer. Sie haben noch immer 5 Punkte Vorsprung. Und glaube ich, diese Niederlage kann sehr positiv für Rapid sein. Weil mit 11 Punkten vorne konnte man schon sagen, ja, alles ist fertig, sie können ruhig spielen. Aber jetzt, sie müssen wieder dran sein, sie müssen wieder vorsichtig sein, sie müssen wieder motiviert und kämpferisch noch viel besser sein. Und glaube ich, Rapid bleibt immer erster Favorit für Meister. Ja, und Herbert Prohaska hat ja auch mit Goran Kadalia bereits gesprochen. Gestern noch 20 cm Neuschnee im Linzer Stadion. Die Stadionverwaltung hervorragend gearbeitet. Der Boden allerdings hart gefroren und zum Teil allerdings nur mit Schnee bedeckt. Von links nach rechts der Lask mit einem ersten Schuss von Sascha Medlitzki, der früher jahrelang bei Rapid gespielt hatte. Michael Konsel wieder im Tor. Der Hütteldorfer, die heute ersatzgeschwächt antreten müssen. Ivanov und Kübauer nicht dabei, Gugi gesperrt. Ivanov und Kübauer sind verletzt. Die Linzer über Ruß dominieren gleich in der Anfangsphase. Medlitzki und Tor! Ein herrlicher Weitschuss von Sascha Medlitzki und das schon in der 4. Minute. 1:0 für den LASK. Riesenjubel natürlich unter den 5000 Zuschauern. Minus 2 Grad hatte es bei Spielbeginn. Noch einmal ein herrliches Tor. Konsel fast dran, aber der Ball passt. 1:0 und das ist der Schütze. Rapid kontert sofort. Marasek. Die Hütteldorfer auf den Lask ja sehr böse, weil er das Match nicht auf morgen verschoben hat. Rapid hatte erst am Sonntag gespielt, also nur 48 Stunden Pause.
Herauf. Pivanik, etwas abgefälscht. Und Schickelgruber. Der LASK hat den angekündigten Südafrikaner nicht im Einsatz. Betreuerbank der Hütteldorfer war das. Hochmeier und Thomas Weißenberger noch verletzt. Fehlpass im Mittelfeld der Rapidler. Markus Weißenberger kommt immer wieder über die linke Seite. Lorenz heute von Beginn an dabei. Aufgespielt Weißenberger und Tor! 2:0 nach 7 Minuten. Eine Sensation im Linzer Stadion. Markus Weißenberger erzielt sein 4. Saisontor. Die Rapidabwehr völlig offen ohne Ivanov. Schöttl spielt übrigens Libero. Noch einmal schön der Pass zurück. Und das Tor von Markus Weißenberger. Jetzt macht Rapid etwas mehr Druck, immer wieder über Peter Stöger, der heute interessanterweise von Kurt Ruß bewacht wird. Noch immer Stöger, stumpf, ganz alleine der Goalgetter, der führende in der Torschützenliste von Rapid. Das ist die Chance auf den Anschlusstreffer. Und Schickelgruber, Riesenmöglichkeit hier für Christian Stumpf, der dieses Stadion ganz besonders kennt. Viele Jahre hier beim FC Kiel Linz gespielt. Noch einmal. Christian Stumpf wird ein bisschen weit abgedrängt. Der Rettungsversuch von Ruß kommt zu spät und dann faire Attacke von Schickelgruber. Weiterhin 2:0 für die Linzer. Kautz war das, völlig überraschend doch, nach seiner Rückenverletzung wieder fit. Wieder Weißenberger und wieder Medlicki abgefälscht. Ja, Michael Konzel hat in dieser Phase einiges zu tun. Noch einmal. Hier sehen wir es ganz genau, wie der Ball von Herauf abgefälscht wird. Konzel wäre schon auf die andere Seite geflogen. Dann Dubajic, der erst seit 1,5 Wochen bei den Linzern. Wieder Weißenberger. Medlicki und einer seiner gefürchteten Fernschüsse. Ja, die Miene von Ernst Dokubil, dem Rapid-Trainer. Sie verrät eigentlich alles, sie verrät den Spielstand 2:0 für die Linzer. Jetzt kommt aber Rapid, Jovanovic und verzogen. In den letzten 12 Spielen hat Rapid 10-mal gegen den LASK gewonnen, nur einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Hier ein Foul, Freistoß für die Hütteldorfer, die jetzt immer stärker werden. Schickelgruber richtet seine Mauer ein, Freistoß Barisic, herauf! Und wieder eine Chance auf den Anschlusstreffer. Aber den Hütteldorfern will und will einfach dieser Anschlusstreffer nicht gelingen. Noch einmal, Barisic schießt alle Freistöße für Rapid. Herauf ungedeckt, aber wieder nichts. Der LASK jetzt auf Konter eingestellt, Markus Weißenberger. Dubajic mit der Ferse. Duspara. Michael Konzel weit aus seinem Tor. Aber keine allzu großen Probleme. Noch einmal dieser Schuss. Aber auf diesem hartgefrorenen Boden ist natürlich so ein Ball gefährlich. Die letzte Szene vor der Pause. Wieder Barisic. Stöger! Verzogen dieser Kopfball. Pausenstand 2:0 für den LASK. Noch einmal dieser Kopfball von Stöger. Ganz kurz zu den beiden Trainern. Dokubil natürlich nicht sehr gesprächig. Wie wird Rapid das Match umdrehen? Darf ich Sie fragen, was wird passieren? Ich habe vorher gesagt, nein. Ich glaube, wir müssen weiterhin versuchen, auch Druck zu machen. Rapid bereits im Abwehrzentrum stehen. Ansonsten kann es natürlich sehr schnell wieder gehen. Nach der Pause gibt es zunächst einige Härteeinlagen. Hier wird Dubajic vom Feld gebracht. Für ihn kommt Kusnik. Und Rapid setzt jetzt zur Generaloffensive an. Das ist Pivanik. Abgefälscht dieser Schuss. Und wieder nichts. Noch einmal. Hatzpass und dann Pivanik. Medlicki fälscht den Ball ab. Auch aus dieser Möglichkeit nichts geworden. Die Torchancen werden nach Seitenwechsel etwas weniger. Der LASK verlegt sich nur aufs Kontern. Und Rapid greift an. Über Andi Herauf, heute von Beginn an dabei. Fehler Schickelgruber. Aber auch diesem Fehler können die Hütteldorfer kein Kapital schlagen. Wir sehen das hier noch einmal. Gedacht war der Ball für Stumpf. Springt gemeinsam mit Unger. Ja, der bedrängt da seinen eigenen Tormann. Wieder nichts. Dann
wird stumpf hinausgeführt. Er kann allerdings dann wieder weiterspielen. Stöger wird jetzt immer offensiver. Ja, viele Möglichkeiten für den Hütteldorfer, für den Tabellenführer, der vor 24 Stunden gegen Sturm verloren hat. Aber mit dem Tore schießen, da klappt's heute einfach nicht. Dann sollte es bei diesem Spielstand bleiben, die Meisterschaft wird auf alle Fälle spannender. Jetzt einer der ganz wenigen Konter, der Linzer, Dusbara. Und ein Kopfball von Manfred Unger, dem Manndecker, der vor der Woche, besser gesagt am Samstag gegen Admira, das einzige, das entscheidende Tor geschossen hat. Noch einmal, immer wieder gezielt diese Flanken mit dem linken Fuß von Dusbara und dann Unger. Wir sind in der Schlussphase. Freistoß Rapid, natürlich wieder Barisic. Und auch dieser Möglichkeit nichts geworden. Zoran Barisic. In der Wiederholung werden wir jetzt sehen, wie knapp es war. Über die Mauer gezirkelt. Aber es bleibt beim 2:0. Die letzte Möglichkeit in diesem Match hat allerdings der LASK wieder Kautz, der ehemalige Austrianer. Berset Kusnik und der ehemalige Kärntner Roseanu vergibt diese Möglichkeit. Der LASK schlägt Rapid sensationellerweise mit 2:0. Nach langer Zeit wieder ein Heimsieg der Linzer gegen Rapid. Und der wird natürlich auch entsprechend gefeiert.